Ja, damit komme ich zu den übrigen zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkt des heutigen Tages. Und ich rufe zunächst auf den Tagesordnungspunkt 59. Das ist die Beschlussempfehlung und der Bericht des Ausschusses für Digitales und Datenschutz, die Vorlage des Hessischen Beauftragten für Datenschutz, Drucksache 204024 zu 203797 zu 20-2607. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? AfD, Freie Demokraten, CDU, Bündnis 90 die Grünen, die SPD und die Linke. Enthält sich jemand der Stimme? Ist jemand dagegen? Beides nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Ich komme zu Tagesordnungspunkt 13. Das ist die zweite Lesung des Gesetzes zur Änderung des Wohnrauminvestitionsprogrammgesetzes 2041-70 zu 2039-15. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zu? Das sind die Freien Demokraten, die CDU, Bündnis 90 die Grünen, die SPD und die Linke. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Enthält sich jemand der Stimme? Damit ist der Gesetzentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben. Tagesordnungspunkt 67. Jetzt kommen wir zu den Beschlussempfehlungen der Ausschüsse zu Petitionen, Drucksache 204159. Die Fraktion der CDU bittet, die Petition 1588/20 oder /20 Stärkung des Ersatzfahrplans des Schulbusses Giesel-Neuhof durch Ergänzung um weitere Busse bzw. Fahrten dem PTA zurückzuüberweisen. Können wir darüber Einvernehmen herstellen? Das ist offensichtlich der Fall. Dann überweisen wir diese Petition dem PTA zurück. Die Fraktion Die Linke bittet, folgende Petitionen getrennt abzustimmen. 1098/20, 1789/20, 1834/20, 1857/20, 1908/20, 1918/20. Darf ich fragen, Herr Felzhausen, können wir das im Paket abstimmen oder jeder Einzelne? Die erste bitte einzeln, der Rest kann dann also 1789 bis 1918 en bloc abgestimmt werden. Alles klar, dann machen wir das so. Dann lasse ich zunächst über die Beschlussempfehlung zu 1098/20 abstimmen. Wer stimmt dafür? Das ist die CDU, Bündnis 90 die Grünen, die SPD, die AfD, die Freien Demokraten. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Linke. Damit ist die Beschlussempfehlung 1098/20 angenommen. Ich lasse jetzt die Beschlussempfehlungen 1789, 1834, 1857, 1908, 1918 en bloc abstimmen. Wer für die Annahme der Beschlussempfehlungen ist, den bitte ich um das Handzeichen. AfD, Freie Demokraten, CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion Die Linke. Enthält sich jemand der Stimme? Ist nicht der Fall. Damit sind die Beschlussempfehlungen angenommen.